Weil ich weiß, das ist doch, das ist ja zuerst auf einem. Zuerst am PC rausgekommen, deswegen geht beides gut. Controller ist Gucci, dann würde ich glaube ich lieber einfach einen. Dann würde ich sicherheitshalber lieber den Controller nehmen. Oh, press X to join our Discord. Ja, bitte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß, ich mache mich ja immer darüber lustig, dass das als Indie-Spiel platziert wurde. Aber das Ding soll ja wirklich geil sein. So. Das hat ja mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun und den Leuten, die es entwickelt haben. Feed? For free? Alter. Sorry, Twitch. Ich weiß, ihr habt gerade wieder die Sachen geändert. Das soll keine Artistic Nudity sein. Warum sieht der Typ links aus wie ein Fighting Game Charakter? Gil. Gil. Aber ich meine, es sollte. Wir können generell wieder mehr Tauchspiele haben. Ich fände es cool, wenn wir nochmal einen Endless Ocean oder einen Everblue bekommen würden. Das wär richtig geil. Everblue 1 und 2 auf der PS2 sind wirklich. Wirklich so Hidden Gems. Das ist, by the way, dasselbe Studio, was die Tetris The Grandmaster und Tetris 99 auch so gemacht haben. Arika. Die haben damals Everblue 1 und 2 gemacht und Endless Ocean dann auf der Wii, die beiden Teile. Endless Ocean ist halt wesentlich gechillter. So, bei Everblue hast du eben noch die. Mehr so die. Progression von, okay, du musst hier irgendwelche nachher halt so richtig weirden Shit irgendwie untersuchen und Sachen verkaufen und Geld verdienen und alles. Und Everblue halt war wesentlich gechillter. Das war ja auch eines von den Spielen, was die Funktion hatte, dass wenn du auf die SD-Karte MP3s drauf gespielt hast, dann konntest du die halt in-game dann eben auch abspielen. Das war ganz nice. Ich meine, heutzutage brauchst du es halt nicht mehr wirklich, weil du kannst nebenbei einfach Musik hören. Aber das, ich fand das dann eigentlich ganz cool, dass es so in-game gemacht werden konnte. Oh, Dave, you got here quickly. Well, I was told to hurry. I was on vacation. Where's the sushi at? Haha, don't rush yourself. Have a look around, bitch. Look at this giant blue hole. I've never seen anything like this. It's not just the size. Every time you enter the giant blue hole, the terrain ecology changes. Ah, yeah, baby. This could be an incredible business opportunity. What kind of business? Well, we can discuss that later. I heard you took a break from diving. How about warming up? I'll guide you, okay? Beep, 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 beep. Das ist eine geile Animation. Aber das Piepen geht mir auf die Nüsse, deswegen machen wir lieber. Titan, der Triggerfisch. Oh, nice. Nice form, alright, about stretching a bit. Try moving for the marked area. LT, you can move quickly. Remember that this speeds up oxygen consumption. Whee! Alter, wie wenig Oss habe ich denn? Good, looks like your skills are intact. Your moves are as nimble as a freshwater snail! Let's now practice using the weapon you'll need in contingencies, the dive knife. Aber es ist auch so cool wie time knife. Try using a survival knife on a small fish, you can use the bee. Use a bee. Zählt das als small fish? Komm her. Hallo? Smooth and quick. And finally, you haven't forgotten how to use the harpoon. Okay. Try using the harpoon. Was ist das? Mit A? Bitte was?
Kann ich auch einfach mehrere? Warte mal, wenn er hier so... Nee, die kommen irgendwie nicht. Ich würde gerne weiter hochgehen. Ja, okay, also geht immer nur einer. Okay. Zumindest sah das so aus, als ob ich eigentlich wenn hätte beide kriegen müssen. Ich find's nur weird, das A gedrückt zu halten und dann den Trigger zu benutzen, anstatt den Trigger zu benutzen und dann A zum Bestätigen zu geben. Also einfach nur, weil's für mich irgendwie intuitiver wäre. Got a French sushi chef for let's business for a while. Okay. In the blue hole, where fish farm from all over the world can be found. Don't you think people will just go nuts for it? I'm already craving it. Why don't you join in this awesome venture? Okay. Okay, ja, was soll ich denn machen? Die Kleinen, spiel halt auf. You have to pay though. I can't wait to check it out, the sushi restaurant next to the blue hole. It was supposed to open tonight, but I'm not sure if it's ready. Let's go have a chat at the restaurant. Kann ich auch schneller gehen, wenn ich so? Warum steht da unten? Warum ist es eigentlich 68? Das ist fies. Das ist extrem fies. Also dann macht's wenigstens 58 oder so. Das ist ziemlich viel empty space. So, wird oben noch, wird der obere Bildschirm noch für Informationen oder so benutzt? Weil das halt ein bisschen weird ist, wie... So, unten ist die Sushi-Bar, das ist so das Relevante und dann ist aber 80% des Bildschirms einfach nur so Overhead-Layer. As you can see, it's ready just in time. Oh, it's already finished. Ich wusste gar nicht, dass ich Boogie hier spiele. Oh, ich muss das ganze Geld holen, um Magic the Gathering Karten zu kaufen zu können. He's pogging. Ich mag das mit dem Gibberish auch. Das muss halt ein guter Sound sein. Das kann sich auch kacke anhören, aber das muss schon. Das muss schon gut gemacht sein. Aber dann mag ich das eigentlich auch. Ich finde das besser, als wenn du dir das Voice Acting dann eben nicht leisten kannst. Oder halt nicht machen willst. Kann ja auch einfach so eine intentional irgendwie Entscheidung sein. Dann finde ich es auch besser. Also ich mag das auch wie in Undertale beispielsweise. Das gibt den Figuren auch teilweise nochmal ein bisschen mehr Charakter. Aber die Musik ist super. Und links ist eine Katze. Oh boy, I'm thinking about making my mouth water. Just as mediocre as expected. Sushi is a food that combines the soul of sea and land. It symbolizes Mother Nature herself. Most people ever have only tasted more accessible fish, just like you. How empty a life is one that ends without ever tasting the beauty of Mother Nature can offer. My calling is to bring the taste of Mother Nature to everyone. Das ist mit mein Lieblingstrope von so Köchen. Die einfach so davon besessen sind. Ich will einfach, Alter, du musst. Das ist der geilste Scheiß hier. An earthquake? The interior is really quite a mess. Yeah, it looks like we'll have to delay the opening tonight. Ich liebe das, dass einfach hier oben alles kaputt gegangen ist. So die Audioanlage. Das Schild oben und hinten der Wassertank einfach nur aus Glas bestehend, vollkommen fein. Fish moisturized, unbothered. In their lane. Yeah. I spent all my money getting this restaurant ready. Ja, genau, das ist dafür jeden Einzelnen. Ich meine, in Ace Attorney ist es auch nochmal, ich glaube, Undertale macht das ja oftmals auch so, dass dann auch die Art und Weise, wie der Text abgespult wird, auch mit kurzen Pausen zwischendrin oder mal schneller, mal langsamer so in verschiedenen Situationen. Damit kannst du es eben auch nochmal nutzen, um, obwohl das nur ausgeschrieben wird, dem Ganzen ein bisschen mehr Kraft zu verleihen. Ein bisschen mehr Intention zu verleihen.
Guten Abend noch, Johannes. First we need ingredients. Ich dachte, dass das Wichtigste ist Location. Location. Well, I have something I just caught. Only 3 fish? This won't be nearly enough to serve the guests. Please go and catch 7 more fish first. Oh, and the restaurant is going to be open only in the evening. Won't that decrease sales? You think we should invite customers without adequate preparation just to make a little more money? It's a chef's duty to prepare the best possible food. Das, die eine Sache, die ich nicht wirklich mag, ist, dass die Textgröße sich ändert, je nachdem, wie viel drin zu sehen ist. You will need to get the best quality ingredients during the day. Okay. It seems like Buncho is really passionate about his work. He may not talk about personal stuff, but this guy can talk about sushi all night. I haven't seen Buncho so enthusiastic since the incident. The incident? Oops, maybe I shouldn't have brought it up. Well, anyway, we need more ingredients, so go catch 7 fish first. Okay, make 100 gold. Bing! Ich wünschte, es würde einfach schneller. Einfach drücken, lass mich eine Taste drücken und reingehen. Wundert mich, dass es überhaupt noch von einer SSD überhaupt Ladezeiten gibt bei so einem Spiel. Mich wundert, dass es bisher nur einen Switch-Port irgendwie gibt. So klar, Xbox-Port, okay, ist jetzt nicht die größte Priorität für viele Leute, aber... Oh yeah, baby. Oh, zack. Komm her. Ich weiß, es ist eigentlich voll ineffizient, das so zu machen, aber... Verbrauche ich eigentlich mehr, wenn ich... Warte mal, was ist... Achso, ich kann einfach nur... Ich krieg nachher noch irgendwelche Sachen. Zack, zu mir. Okay, aber das heißt, das ist so... Das ist dann die... Die komplette, also... Einfach so loop-basierend aufgebaut. Also cozy game-mäßig. Okay, hier kriege ich dann... Warte mal, kann ich dich auch töten? Alter, ich habe dich voll geblockt. Wo ist denn das dagegen gegangen? Komm her. Okay, keine Ahnung. Kann ich das als Mine mitnehmen? Ah, oh, turrets, I don't think sea urchins can be picked up without with these gloves. Okay, ich brauche besseres Equipment. Es reicht ja auch, denke ich, wenn ich einfach nur wieder nach oben komme, ne? Mit dem Tank. Critical depth. Cheap Japanese sword. Okay. Bitte was? Oh no, my range! Zack, in den Arsch rein. Aber vor allem habe ich... Oh, hä? Was war denn... Ist das irgendwie zu groß? Also die sind zu groß? Scheinbar. Okay, da oben ist noch ein Tank. Die Frage wäre jetzt halt nur... ob es dann irgendwie wichtiger wäre, auch bestimmte Sachen halt in einem Durchlauf zu machen. So quasi, sobald ich an die Oberfläche komme, ist dann der Tag direkt rum. Warte, das heißt, ich kann aber immer noch... Fuck! Critical Depth. Nein! Warte, was heißt, ich kann die so ein bisschen da oben reinlocken. Dass die dann irgendwie... You can't hide from me! Das heißt, so kann ich die ein bisschen kriegen. Oder, und ist noch ein bisschen Holz. Oh, mein gutes Wood unten gefunden im Wasser.
Aber ja, ich kann schon, also ich kann definitiv schon verstehen, warum das warum das dann so gut funktioniert. Es kommt halt dann eben auf den Loop an, wie es dann eben gemacht ist. Ne? Also wie schnell die Erweiterungen dann eben kommen, wie bedeutsam die sich dementsprechend anfühlen. Aber ich meine, also audiovisuell ist es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Das wäre halt so ein gutes Spiel auch für den, weißt du, so cozy, ich finde so cozy Games sind auch immer so ganz gut für den Game Pass oder so. Also ich fände es eigentlich ganz geil, wenn es für die Xbox gäbe, weil dann könnte ich das ist auch so, finde ich, genau das Richtige, so abends vorm Einschlafen zu spielen. Okay, das heißt, damit kann ich dann notfalls wieder rausgehen. Okay. Oxygen. Okay. Wie viel gibt mir das? Oh, schon ordentlich, alles klar. Was macht das Teil? Yeah, baby! Fuck you! Zack! Ich liebe einfach, wie brutal das aussieht. Ich muss mir mal auf Apple Arcade nochmal das aktualisierte Ridiculous Fishing runterladen. Ich fand die ursprüngliche Version damals hervorragend. Das war einfach so, der Aufbau war so schön dämlich. Dass du dann mit der Angelschnur so weit runter, wie es nur geht. Und dann auch beim Hochziehen, wenn du dann die ganzen Fische oben rausfliegen, dann einfach mit den Waffen die abballerst. Weißt du, dann halt wirklich da mit irgendwelchen Shotguns und Kettensägen die ganzen Fische, die du hochgeholt hast, einfach wegzuballern, ist so geil. If you exceed your weight limit, you will slow down. If you exceed an even higher amount, you won't be able to carry anymore. Okay. Ist mir egal. I'm just gonna risk it. I'm gonna risk it. Komm her. Fuck. Okay, kommen jetzt nochmal ein paar Fische hierher. Weil ich nehme an, ich kann... Oh, fuck. Weil ich nehme an, ich kann es ja einfach vollkommen ausreizen, oder? Solange ich einfach noch mit Notfall zu einem Oxygen da wieder zurückkomme, sollte es ja reichen. Ja, ist doch egal. Was stresst denn das Spiel so? Chill mal, Bro. Oh, okay. Yeah, baby! Das geht noch. Das geht noch. Okay. Okay, ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück. Oh, okay, das, während der Zeit geht das auch noch ein bisschen runter, ja. Okay, gut, dass ich nicht bis wirklich zu 1 gewartet habe. Aber bis so 3, 4, ich habe gerade zuerst die Pressing Chamber gelesen, ja. Ja, okay, das heißt, die Harpune, die muss halt ein Mindestdamage machen, okay, alles klar. Ja, ich nehme ja schon an, die ganzen Sachen sind ja immer auf die Progression aufgebaut. Das ist ja, dass du so einen, dass das Wichtige im Design ist ja, dass du eben diesen konstanten Drip-Feed hast, aber dass du auch währenddessen immer genügend zu tun hast. So ist, du musst halt immer noch eine gewisse Anzahl von Entscheidungen haben. Weil wenn du halt nur diese eine Sache machen kannst, dann wird es halt auch relativ langweilig, wenn es auf die Progression aufgebaut ist. Wenn diese eine Sache, das zu machen, sich gut anfühlt, dann kannst du auch nur diese... Dann ist es okay, diese eine Sache zu machen. Weißt du, finde ich wie Powerwash Simulator. So, da machst du auch nur... Du hast so eine ganz, ganz leichte Progression, aber ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber die Tätigkeit, die du ausführst, die hat halt so eine inhärente Befriedigung und du hast eine Progression eher in dem Abarbeiten jedes einzelnen Levels. So, die Progression findet eher daran statt,
einen kompletten Level sauber zu machen, wie das dann am Anfang eben aussieht und dann gegen Ende. Aber jetzt gerade auch in so Spielen wie jetzt einem Harvest Moon oder einem Stardew Valley beispielsweise, da ist es eben sehr wichtig, wie diese Progression stattfindet und was du zwischendurch dann eben auch an Entscheidungen hast. Und was du immer zu tun hast jeden Tag. Und wenn du halt immer nur, hey, ich kann nur diese ein, zwei Sachen machen und danach muss ich irgendwie warten. Weißt du, dann hast du mehr einen Shenmue gemacht und das Spiel braucht dann halt wieder einen anderen Fokus. So, das ist dann ein komplett anderer Vibe. Ja, also wie gesagt, audiovisuell ist es auf jeden Fall wirklich, wirklich super. Also ich kann jetzt zumindest nach dem kurzen Anspielen verstehen. Also ich kann verstehen, dass daraus ein so 90er-Spiel von den Bewertungen her halt wird, dass das so in diese Richtung geht. So nach dem kurzen Anspielen könnte ich jetzt nicht sagen, oh ja, das ist definitiv eine 90er-Bewertung, aber ich kann zumindest eine, so eine Zukunftsversion, eine Entwicklung von dem Spiel sehen, wo ich dann auch für mich so, ja, das ist glaube ich definitiv etwas, wo da kann ich auch hängen bleiben. Weißt du, das ist ein Podcast-Spiel. Während dem Hören, während des Hörens und während des Aufnehmens. Ich muss nochmal Dredge weiterspielen, ehrlich gesagt. Temperatur 21 Grad, nice. If you exceed your rate limit, you will slow. Oh, das hatte ich ja eben schon. Wrap up your day and get things at the. Okay. By the way, you'll only be able to dive once in the morning and once in the afternoon. Get the ingredients ready before the dinner hour start. Alter, wie schnell sind denn die Tage da vorbei? Make 100 gold. Yes, baby. Sushi Bar. Gatze! Ich dachte gerade, das wäre so bum bum ba. Ba bum bum ba. Ba bum ba. So aus, die Musik, die bei Travis im Hotel spielt, bei No More Heroes. That's good, baby. You're to help me run the sushi bar from today onwards. What? I don't understand. Cooper told me that there would be somebody to help with the ingredients. Ich glaube, dieses String-Instrument, das wäre vielleicht für Hintergrundmusik in Videos ein bisschen störend. Aber der restliche Beat ist super. You can check your fish, crop sources and all the other materials you have. For now, that's all you need to know. Come back later for more information. Okay. Now I'll show you how to register actual items to the menu. Okay. New recipes need to be added to the menu before they can be sold to customers. There's a sushi recipe for the fish you acquired earlier, so try registering that to the menu. Okay. Ich mach einfach mal das, was ich am häufigsten gefangen habe. Oder das, warte mal. Das ist 10. Das habe ich 6 Mal und das kostet 8. Dann wird das glaube ich am besten, ja. Setting ingredients to auto supply will make things a bit more convenient. Let me repeat, only food on the menu can be sold. If you run out of ingredients, you have to replace items on the menu or refill the ingredients. You can also enhance the flavor of the dishes, so try it out when you have enough ingredients. Now use the ingredients you caught to fill out the menu as much as you can. Okay. Bronze or higher. Okay. I can't enhance. Okay, die habe ich alle maximal 2 Mal, also kann ich das teuerste nehmen hier. Okay, mehr geht nicht.
How long are you going to stand there talking? Give me a cup of green tea and quench my thirst. Pour Cobra a green tea. Kann ich mich auch hier schneller bewegen? Why can't I move faster? I want to move faster. Pour the right amount. Sometimes customers will order drinks to pour green tea just the right amount. Okay. Okay, ich muss halt gedrückt. Okay, ich muss gedrückt halten. Perfekt! Ich weiß nicht, das sieht für mich nicht nach Tee aus. Das sieht für mich nach so grünem Goop aus, wie sich das bewegt. Customers who drank green tea of a good or higher grade will pay more. Idioten. Demanding as always. Okay. Wait until the cooking is done. Come over. You can dash when serving food to move quickly. Don't forget to watch your stamina. You sent the package last week? Okay. No, the food! Copper didn't even eat. He's always distracted like that. The food can't be reused, so we have to throw it out. Alter, ich kann's doch essen! Never refuses food. Reuses food. We do not put food made for guests on a table twice. Alright. Oh, ich liebe Essensverschwendung. Ich hoffe, Discard Food ist einfach, er kippt sich jetzt selber in den Mund rein. Habe ich doch, ne? Ja, ich habe alle. At Dinklö. Order your fucking food. Here's your fucking green goop tea. Perfect. You want some fucking goop? Okay. Welches ist das? Okay. Alter, ich finde rechts, wenn er das macht, das könnte ein bisschen größer sein, ganz ehrlich. So, ich kann's erkennen, aber ich muss drauf aufpassen. Das wäre ein bisschen angenehmer, wenn das irgendwie größer wäre. So, du hast den kompletten Bildschirm frei oben. Das könnte ein bisschen mehr Screenspace tatsächlich irgendwie beanspruchen. Ich glaube, die Person da hinten wartet schon ein bisschen länger, ne? Ja, I'm sorry, ich komme ja. Achso, ich muss das. Okay, mehrfach drücken. Okay, alles klar. Here's your fucking food. Okay, warte, ich nehme das mit. Und dann kann ich es nämlich abgeben und dann der Dame ihren Tee bringen. Hier ist der Schleim, den sie geordert haben. Absolutely fucking perfect. Kann ich denn auch Sachen nachfüllen, wenn die weg sind? Nee, ne? Oder? Manage. Swap. Ja. Was ist das? You won't be able to produce food if you run out of wasabi. Grind and refill the wasabi before it runs out. No! Close for the day. Yeah, baby! Keine $100 gemacht, was? Alter, wie billig war denn bitte das Essen? Aber die haben auch nichts gegessen, Alter. Die sind da, weißt du, du gehst da hin und hast so ein Sushi-Ding. Was ist denn das? Das ist ja nicht mal ein Snack. Da kann auch keiner von satt werden.
An Roden aus Bayo, ja, ich muss auch so ein bisschen dran denken. Die haben so einen selben Vibe. You were a bit clumsy, not bad for the first day, try a little harder next time. I suppose coming from you, that's a compliment. Toast to the opening. Riecht er jetzt auch selber? Er hat zumindest ein Bier irgendwie da, ja. Oh no, das ist der FFL Express. Vollidiot! Alter! Ja, zu Recht eine Klatsche. Nein! Da werden meine ganzen Videospiele drin versendet. No, don't! The value, wenn die nass werden. Tja. Deswegen kommen auch die Hermesboten immer zu spät. Nice. Block. Ne. Ne, keine Lust, will nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Are you the man who's diving around here? Yeah, I think so. Warum hast du die dann schon mit in deinem Handy drin, was? In any case, can do something for me. Should you tell me first? Okay, I'm Ellie. I study biology at the local graduate school. I've come out to investigate after reports of anomalies in the area. Satisfied? What do you want? Ich hätte gern Ager und roten Seestern. I don't think it's a good idea to ask for just one of each. Get me two of each. Your tone makes me want to refuse. I've got a reward, but if you don't want it, that's fine by me. Mission update. New content, smartphone. Oh, fuck. Oh, Taschenrechner habe ich aber immerhin. You can use your phone to access various types of content, check your current mission and more. Game settings can be accessed from the phone. Vom Le Fon. Oh, nice. Das ist eine coole Animation. What? 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 Okay. Call from N. Dom Ten, who bist du es? What's the point of calling when you're so close? It's a waste of phone fees. Talk to me in person. Oh, ich dachte, der... Ich find's lustiger, wenn er sich jetzt einfach noch mehr drüber aufregt. I hope you're having a great day. Thanks, operator. Please note that this call is being recorded for quality assurance. Claim reward? Promotion code? Sind doch bestimmt Sims-Fans, die das gemacht haben. Fuck. Okay. Not picking up. Okay, was haben wir? Mail. Oh, 10% Discount. Fuck yeah. Okay. Octopola. Kann ich es auch komplett? Wäre lustig, wenn das Spiel einfach wirklich abstürzen würde. Ich liebe das, wenn ich Apps auf meinem Handy habe, die ich nicht benutze, die einfach gelockt sind. Weil ich noch nicht in meiner Story weit genug bin, um sie zu bekommen. Das sind die Main Mission, Side Mission, okay. Kalendor. Okay, scheint beizugehen. The Weather. Nice.
Ich hoffe, da wird noch mehr Musik freigeschaltet, oder? Da kann auch nicht so 6 Tracks nur geben. Oh, der ist ein bisschen... Minigames! No games to play. Ja, die sind aber leider sind die auf Spanisch scheinbar. Minigam Espanol. Tipps für mein Phone. Achso, das ist einfach nur die normalen Dinger, die es gab. Wird ansonsten ganz normal einfach random abgespeichert, also einfach. Okay, ich kann auch Time skippen. Okay, alles klar. Also es ist einfach kompletter Autosave nur. Ich bin noch nicht so weit genug für die OnlyFans-App, ja. Kindersicherung am Handy. Dave, wir haben darüber gesprochen. Oh, das heißt die... Oh, okay. Das heißt, die Waffe, die muss dann auch jedes Mal... Alles klar. Ich dachte, das wäre halt jetzt so ein permanentes Upgrade gewesen. Oh, geil, Kochtopf. Oh, ich dachte, oh, das wäre jetzt voll geil, wenn einfach noch so eine fette Bolognese drin wäre. Das wäre richtig geil gewesen. Okay, vielleicht sollte ich aufhören, so Gas zu geben unter Wasser. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Da hinten sind wieder die ganzen Steine, aber die machen mich nur... Stirb! Los! Stirb! Alter, wie viel HP hat der? Was ist da los? Fucking finally, ey. Okay, hier irgendwo muss doch noch bitte ein Oxygen Tank sein oder so. Ist das ein Item? Fuck. Okay, Oxygen, da. Ja, es wird jetzt ein bisschen... Ja, running out of air, I know, I get it. I get it. Da ist doch bestimmt was drin hier in der Kiste, da ist doch bestimmt Oxygen drin. Geil. Jetzt habe ich extra das Stun-Ding. Und dann kann ich sie nicht wirklich einsetzen. Das ist doch scheiße. Oh. Zack. Ich meine ganz ehrlich, die sind ein bisschen schwer zu treffen. Aber ich habe sie gekriegt. Okay, das geht noch. Oh, Oxygen! Yeah, baby! And I live to fight for another day. Oh. Warum ist das Ding... Warum ist das Ding einfach so unter Wasser? In der Kiste drin? Wo so, ja, okay, hier, cool, alles klar, fahr schneller. Miau. Zack. Oh, I'm over encumbered, of course. Aber wenigstens habe ich, ah, nee, das ist das Ding, was ich nicht benutzen kann, ne? Komm schon.
Hehehehe, Bitch! Du bist paralysiert. Sieh deinem unausweichlichen Tod ins Auge. Komm, Bruder, halt es nicht einfach lang genug auf. Ich muss aber jetzt entweder auch wieder hier den Punkt finden. Fuck. Wo ich wieder an die Oberfläche kommen kann. Ah, die sind auch zu viel? Okay, hier kann ich zumindest schon an die Oberfläche dann. Das ist ganz gut. Dann kann ich zumindest noch die Jellyfish oder hier so machen. Verdammt! Dabei war ich so nah und doch so fern. Aber diesen Riesenfisch habe ich wenigstens gekriegt. Zack, aufs Maul. Komm zu Papa. Einfach kein Platz mehr da. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Sorry, dass ich zu gut bin. Sorry, dass ich zu viele Sachen finde. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Spiel. Kannst die größeren Fische mehrfach looten? Oh, okay, alles klar. Ich meine, ich habe ja genug gefunden. So ist es ja nicht. Lenny, übrigens, vielen Dank für das Prime-Abo. Gerade erst gesehen. Vielen Dank. Unterwasser-Bolognese, voll geil. Erstmal unter Wasser eine Dose Ravioli aufmachen. You actually brought them back. Ah, I guess I expected too little of you. Alright, this should do it for now. I'll give you a reward as promised, since you helped me do my research. Was denn für ein Reward? Mehr Fisch, hoffentlich. Add my number. Geil, Olive Oil. Und Soy Sauce? Oh, beste Freundin. Das ist jetzt schon mein liebster Kontakt. You collected 100 gold. Das, je nachdem, was für ein Spiel es ist, ist das ziemlich viel. So, WoW Classic, 100 Gold. Schon ganz ordentlich. So, Final Fantasy, so 100 Gil-mäßig. Give me some more time, the repairs need to be done. I really hope the customers keep coming. Okay, alles klar, Pervert. Fischtank, nice. Einfach rüber teleportiert. I saw a lot of nasty fish, that won't be easy for you to go deeper. Okay, I noticed that the fish in the blue hole have an odd violent streak. Perhaps something puts them on edge. Speaking of edge. Hey Dave, have you tried edging? Why don't you ask also to take a gun in addition to the harpoon? A gun? I have a friend who's knowledgeable about guns, I'll introduce you to him. Of course. Natürlich ist es Duffman himself. Der fucking Wrist-Handschuh. Oh, fuck, ey. Absolute Perfektion. Oh, it wasn't the nicest thing to say to a stranger. I'm Dave, a professional diver. Interesting, I thought divers were athletic and muscular. You seem to defy my prior knowledge. People who live in glass houses. So what's this about? I'd like to get you straight to the point. I've begun a very interesting business. And now I'm in need of some weapons, Duff. I need your help. Stratella, of course! Strastella. Hätte gerne eine Kugel Stratella. Season 2 of Strastella just ended anyway. I'll give you a listen. Alright, I actually discovered a fascinating giant blue hole. Oddly, any equipment found inside breaks down when brought up. I'd like you to make us a weapon that can be used inside. That is rather interesting. You've piqued my interest. As a weapon researcher, you could say. My hypothesis is that anything that's not made from materials found in the blowhole will continue to break down. This will be especially true of guns, which have precision parts. Ich finde geil, das ist einfach so. Ich hab gerade davon gehört und ich weiß jetzt schon genau, wie es funktioniert. Aber das ist halt der Anime-Watcher. Well, actually, I'm not sure where I should have to prove myself to you. Just tell me what you need.
Since it appears you have no guns at all, let's start with something else. I think I need one rope and one scrap iron. Okay, alles klar. Oh. Peak Male Physik. Peak mal die Physik. Ellie has with another contact. Direkt nochmal anrufen. Und wieder auflegen. Stalker-Verhalten. Beim dritten Mal ins Mikro einfach nur reinatmen. Ist es bei Settings? Ah, hier doch, da, safe. Warum gibt's drei Autos? Ich mag das nicht. Ich mag das, wenn Ort. Ich will der erste Safe oben sein. Ich will den Manuel oben setzen. Ich mag das nicht, wenn das. Vor allem, wenn das so drei Auto-Dinger sind. So einer ist okay. Ja, aber ich muss sagen, also für mal kurz anspielen, ja, das ist auf jeden Fall etwas, das ich. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich da reinsetzen kann. Das ist halt das Problem, dass ich jetzt sowohl Lunacid als auch Dave the Diver natürlich, ich meine, überraschenderweise dann auch gut finde nach einem kurzen Anspielen. Und das sind natürlich beides RPGs. So. Lass mal kurz gucken. Was sagt denn How Long to Beat für die beiden Spiele? Dave the Diver. Boah, Main Story. Alter, das ist einfach Main Story. 23 Stunden. Alter Verwalter. What the fuck? Warum ist das so lang? Ah, oh, Lunacid ist eigentlich noch eigentlich ganz okay, aber okay, das ist hier rot, haben nicht viele Leute eingetragen. Ja. Ja, vor allem irgendwie. Was ist das für eine Stundenanzahl? Main Story, ja, sind nur vier Leute. Aber dann weiß ich zumindest, dass ich Lunacid wenigstens versuchen könnte, irgendwie durchzuspielen noch. Und bei Dave ist es halt, ja, okay, mal gucken, wie viel ich nebenher irgendwie gespielt bekomme. Aber bei Dave, ich weiß halt nicht, ob sich bei Dave the Diver noch ein Video oder so lohnt, vielleicht für Ende des Jahres. Weil es gab noch ein paar Spiele, zu denen ich dann vielleicht überlegt hatte, tatsächlich nochmal irgendwie dementsprechend Content zu machen oder so. So, bei Dave the Diver wird sich das wahrscheinlich noch lohnen. Ansonsten, ich wollte eigentlich endlich auch mal Lies of Piss nachholen und zu Starfield vielleicht auch noch was machen. Einfach weil das, glaube ich, Sachen wären, wo ich irgendwie gut die Integration noch unterbringen könnte. Ich wollte eigentlich auch Highland Song spielen, aber das Problem ist, es hat keinen Windowed-Mode. Und dann kann ich den Chat währenddessen nicht anzeigen lassen oder sehen. Und das ist halt ein bisschen kacke, finde ich, für die Streams. Deswegen, das werde ich halt dann definitiv nur...